Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. So, nach dem vom Corona-Chaos im Kanzleramt wieder auferstandenen Finanzminister und seiner Diskussion mit vier Bürgern, die spannend, sehr bewegend und ziemlich turbulent war, jetzt zum Fixpunkt an jedem Dienstag, zu unserem Talkduell. Gerald Gross. Servus, Wolfgang. Mit geschliffenem Florett, nehme ich an. Wie immer. Ja. Frisch aufpoliert. Sebastian Bornmähner mit stumpfen Degen, aber trotzdem. Ja. Beide hier. Und jetzt haben wir eigentlich drei super Themen heute. Mhm. Wienwahl, Corona und Trump. Also das muss jetzt eine wirklich geile Runde werden zwischen den beiden Herren. Fangen wir mit der Wienwahl an, nachdem wir jetzt gerade dieses Duell erlebt haben. Gerald Gross, wie siehst du dieses Finale? Wie schaut deine Wahlkampfbilanz aus? Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer in diesem Wien-Wahlkampf? Naja, der Gewinner steht in Wahrheit fest. Und das zeigen auch alle Umfragen der letzten Wochen. Die Sozialdemokratie verteidigt ihr rotes Wien, ihre rote Bundeshauptstadt. Und ich habe das in der Kolumne in der Tageszeitung Österreich geschrieben. Der echte Wiener längst schon tot, Hauptsache Wien bleibt rot. Der Steuerzahler tot, Hauptsache Wien bleibt rot. Also für manche Menschen und Wähler in dieser Stadt ist offenbar die Schmerzgrenze noch nicht hoch genug. Wir haben noch immer nicht genügend Glasscherbenviertel, wir haben noch immer nicht genügend Integration in manchen Bezirken. Noch immer offenbar fühlen sich die Menschen in Favoritenwohl und der Gemeindebau ist noch immer nicht genug am Sand, dass es endlich eine Wendestimmung gibt. Die gibt es nicht. Das heißt, die Sozialdemokratie wird ihr Wien verteidigen. Das ist Faktum. Daher ist die Wahl relativ unspannend, das unter uns gesagt. Das könnte aber daran liegen, dass sich dieser Bürgermeister im Wahlkampf eigentlich extrem gut positioniert hat. Der war doch vor 2-3 Monaten noch eher ein Loser-Typ. Jeder hat gesagt, der kriegt eine am Deckel, der wird dem Häupl nicht einmal bis zum Schienbein reichen. Und der ist in diesem Wahlkampf unglaublich gereift, sympathisch geworden, ein richtiger Stadtvater, man könnte fast sagen, ein Stadtkaiser geworden. Ja, aber mit voller Hose ist leicht stinken. Also wenn ich der Stadtparteivorsitzende und der Bürgermeister einer Partei bin, die in Wahrheit seit Jahrzehnten diese Stadt in Geiselhaft hält, nämlich alles, was nicht rot ist, Freunde, alles, was in Wien nicht rot ist, wird gleich mal rot einpinselt. Tausende von roten Funktionären, tausende von Mitgliedern. Diese Stadt war durch ihre Historie heraus, Freunde, die Stadt war doch immer rot. Sie ist rot seit, Graz, seit Silk, seit Häupl. Sie ist jetzt mit Michael Ludwig rot. Das ist eben das rote Wien. Und wenn wir jetzt die Umfragen sehen, wo die SPÖ 43-44% möglicherweise hat, das heißt aus eigener Kraft mit der Wahlarithmetik möglicherweise sogar die absolute schafft und keinen der Schleppenträger wie den Herrn Blümel oder die Frau Hebein braucht, ja, dann ist es im Faktum, dass offenbar der sogenannte grantelnde Wiener, der sagt, die Stadt geht unter, dann am Ende aber nicht die Kraft Wiener sagt, die Stadt geht unter. Wir haben genug, wir haben genug, wir haben genug Wiener, wir haben genug, das geht aber nicht unter, die Südsteiermark wird überleben. Aber wenn wir erlebt haben in diesem Wahlkampf und die letzten Jahre, wir haben in dem Studio darüber diskutiert, ob es statthaft ist, Türkenbelagerungen und Konflikte in Favoriten zuzulassen oder nicht. Wir haben die Integrationsproblematik in verschiedensten Bezirken. Manche Bezirke sind zu Glasscherbenvierteln geworden und mittlerweile ist ob oder mit Corona wurscht, wenn du eine Weltreise buchst, kaufst du einfach ein U-Bahn-Ticket, weil dann hast du Islamabad, Bergkarabach und Istanbul gleich einmal in einer halben Stunde erledigt. Du fährst einmal durch Wien. Die Weltreise brauchst du nicht mehr tun. Also Wien ist zu einem Schmelztiegel mit all diesen Problemen geworden und das ist natürlich auch das Generalversagen der Sozialdemokratie. Mhm. Die Plakate, die vom echten Wiener reden, ja, den kannst du mittlerweile in Wien mit der Lupe suchen, gute Leute, weil die Bevölkerung ist ohne dies ordentlich die letzten Jahrzehnte ausgetauscht. Der Wahlsieger heißt Ludwig und zwar in jeder Beziehung, nicht nur der Wahlsieger, sondern auch der Wahlkampfsieger heißt deiner Meinung nach Ludwig. Naja, wenn ich ein paar Millionen in die ganze Arena wirf, das ist ja wie, hallo, das ist ja wie ein Brotter, du kommst ja den Gespenstern auf den Plakaten ja gar nicht mehr aus, das ist ja zum Fürchten, wenn's da, also wenn ich da von der Steiermark einfahren muss, jeden Dienstag zu dir ins Studio, das ist ja wie in der Geisterbahn im Brot, da überall der Herr Ludwig in vollkommen epischer Breite, die auch seine ganze Physiognomie perfekt ausdrückt. Ja, es ist so, das ist halt dieses Wien, wie es leibt und lebt und wie es heute dann am 11. Oktober wollen geht. Sebastian verdreht seit ungefähr 5 Minuten die Augen, genau. Die werden bald stecken bleiben, wenn es weiter die Augen so verdrehst. Nee, wir hörten die politische Einschätzung eines Menschen, der offensichtlich noch nie in Wien auf der
Schweizer Straßen unterwegs war, wenn man die ganze Zeit von Deutschlandsberg nach Wien chattet und sich ausschließlich bei HC Strache und Champagner-Harry herumtreibt, wenn man in Wien ist, dann glaube ich auch, dass man es nur mit Scherben. Ich glaube, Harald Wilimski wurde ob der Rechnungen der FPÖ-Delegation in Europa Champagner-Harry genannt. Aber wenn man sich in solchen Kreisen umtreibt, die ja momentan auch nicht gut unterwegs sind, dann verstehe ich schon, dass man von Scherbenvierteln redet. Die Scherbenviertel sind die ehemaligen Parteilokale der Freiheitlichen Partei, jetzt alle aufgelöst werden müssen nach dieser Wahl, weil sie runterstürzen werden von 30% auf 20%. Und zwar deswegen, weil die Wienerinnen und Wiener um 20% also, von 30% auf 10% und 20% runterkrachen werden, bestenfalls. Und zwar deswegen, weil die Wienerinnen und Wiener eben nicht so deppert sind, wie Gerald Gross gerne glaubt. Also weder sind die Wienerinnen und Wiener irgendwelche Ausländerinnen und Ausländer, die hier nicht wohnen und die Stadt nicht kennen, noch sind die Wienerinnen und Wiener blöd. Es gibt einen guten Grund, warum wir eine Zweidrittelmehrheit des Antirassismus und des Antifaschismus nach dem 11. Oktober haben werden. Es gibt einen guten Grund, warum Michael Ludwig bewusst die Arbeitskluft des Rathauses gegen die Kluft eines MA48-Bediensteten tauscht. Naja, also nein, das aber das ist der Michael Ludwig. Ja, ich kenne Michael Ludwig seit vielen Jahren. Nein, das ist nicht peinlich, das ist leibernd. Also und wenn er vorher, bevor er zu euch ins Studio geht... Einer der peinlichen Momente dieses Wahlkampf. Wolfgang, das sind deine Augen, aber die Leute, die Augen der Bevölkerung sagen, das ist leibernd. Das braucht man sich nur anschauen, was Bewertungen auf Social Media hatte. Und wenn der Michael Ludwig sagt, bevor er zum Wolfgang Fellner ins Studio geht, geht er zum Leberkäse-Peppi und haut sich noch ein Leberkäse-Semmel eine, dann ist das Michael Ludwig. Ja. Und das ist genau das, was die Leute mögen. Man kann die Wiener Sozialdemokratie kritisieren, das habe ich immer gemacht, jahrelang. Ja, ich finde auch, es gibt einiges, was man in dieser Stadt besser machen muss. Wenn's aber am Ende des Tages gibt, die Wiener Sozialdemokratie, wenn es die Wiener SPÖ überhaupt noch gibt, naja, also, als Partei ist die ja doch wohl schon eher atomisiert. Naja, ich glaube, eines muss man differenzieren. Das eine ist die Stadtverwaltung, die immer noch sehr stark von der Wiener Sozialdemokratie gesteuert wird. Die ist ja hervorragend. Ja. Und da ist es auch der SPÖ gelungen, gute Leute in entscheidende Posten zu holen, die die Stadt Wien gut verwalten. Was die Sozialdemokratie als lebendige Bewegung betrifft, bin ich ganz bei dir. Also da hat sie nicht nur die besten Tage hinter sich, sondern ist ein potemkinsches Dorf in Wirklichkeit. Genau. Dessen sind vollkommen klar. Aber der Punkt ist, man muss sich auch immer vor Augen halten, was ist die Alternative? Ich war selber vor 5 Jahren, als ich in Wien kandidiert habe, in der Sozialdemokratie auf Besuch im Gemeindebau. Da hat eine Dame geöffnet und gemeint, mir ist eigentlich wurscht, wer euer Spitzenkandidat ist. Ich wähle einen Stoffesel auch, wenn er Spitzenkandidat der SPÖ ist. Genau, ist so. Aber warum? Warum? Ich sage Ihnen auch, wieso. Das war ja meine Analyse. Danke für die Bestätigung. Ich sage Ihnen auch, wieso. Ist aber wichtig. Ja. Der Grund ist der, weil die Leute sagen, na, wen soll ich denn sonst wählen? Die Leute, die die Gemeindewohnungen verscherbeln wollen, die Leute, die die ganze Zeit sagen, Wien ist deppert, die Leute, die uns die ganze Zeit einreden wollen, halb Wien aber brennt. Nein, ich wähle natürlich diejenigen, die dafür sorgen, dass die Gemeindewohnungen erhalten bleiben, die dafür sorgen, dass Wien eine ordentliche soziale Absicherung hat und die dafür sorgen, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist. Ja, das hat schon was, die Analyse. Gut. Also, so. Mein lieber Herr Stoffesel, ja, Sie bestätigen ja selbst damit, dass man offenbar in Wien nur einen Wasserhydranten rot anmalen muss und jeder wählt ihn. Weil man offenbar die geistige Unbeweglichkeit von manchen Wählergruppen so ist, ist man schon immer rot gewählt, also wollen wir noch weiterhin rot. Beschimpfen Sie Wiener nicht, bitte. Herr Dr. Bornmähner, wenn wir in Wien, und ich repliziere nur ganz knapp eine Minute oder nicht einmal, die Schlagzeilen aller Tageszeitungen des letzten halben Jahr. Der beliebteste Kindername in manchen Stadtvierteln, Mohammed. Nicht mehr Sebastian, Wolfgang, Gerald, Josef und Maria, nein, Mohammed. Wir haben in Wien einen Pflichtschulenbereich und wir haben schon Lehrerinnen und Bildungsexperten hier in diesem Studio herinnen gehabt, die gesagt haben, Achtung, im Wiener Pflichtschulbereich, gerade im Wiener Pflichtschulbereich, haben wir 90% Migrationsanteil, nämlich 90% Schüler nicht deutscher Muttersprache. Ich weiß schon, es gibt Leute, die hätten gern 100%, ist vollkommen klar. Überall in so einer Schule, ja, Herr Groß. Ja, sage ich ja, das echte, der echte Wiener dort, Hauptsache die Stadt ist rot. Ist das Problem? Das ist es, das ist es. Nein, jetzt lassen Problem, Sie mich ausreden. Jetzt lassen Sie mich ausreden. Das reden ja schon wieder eine halbe Stunde. Hallo Freunde der Blasmusik, zuerst bin ich dran. Und dann haben wir eine Stadt, wo wir jetzt seit circa 3 Monaten jeden Tag die Horrormeldungen aus dem Tourismus und der Wirtschaft bekommen. Dass Betriebe kaputt gehen. Dass 5 Innenstadthotels in Serie binnen kürzester Zeit, binnen einer Woche zugesperrt haben. Dass altehrwürdige Tourismusbetriebe 100, 150 Mitarbeiter abbauen. Dass die Gastronomie dieser Stadt als Visitenkarte
einer Tourismusstadt. Wien ist die Tourismusmetropole. Ja. Mozart, Schönbrunn, Sissi, Franz Josef. Dass dieser Tourismus gerade den Bach hinuntergeht. Ja, was das mit der Wienwalz führt? Also der Bürgermeister steht vor den Trümmern seiner Wirtschaft und beschäftigt sich in der Zwischenzeit mit dem Leberkäse-Peppi. Ich gehe auch gern zum Leberkäse-Peppi. Aber ich warte mal, dass der in Demut endlich schaut, dass die Wirtschaft in der Stadt, der Gemeindebau wieder österreichisch wird, dass die Integrationsprobleme in den Griff zu bekommen sind und dass die Klein- und Mittelbetriebe endlich unterstützt werden. Und nicht nach dem Motto, alles wurscht, wenn es links oder rechts flitzt, Hauptsache die Stadt bleibt rot. Also, das ist keine Politik, also, das ist Sozialismus aus den 70er-Jahren. Du würdest, das ist eine große Überraschung, mit der ich heute nicht gerechnet habe, du würdest nicht Ludwig wählen, sondern, lass mich dreimal raten, Nepp. Ja? Wie schlägt sich der Nepp in diesem Wahlkampf, dein Lieblingsbubi? Also, erstens ist es nicht mein Lieblingsbubi. Das haben wir frisch und fröhlich genannt, oder? Letztes Mal. Jung und dynamisch, das ist auch, wenn ich mal... Also, wie schlägt sich der Nepp? Na gut, wenn ich mal jetzt das Auditorium von mir hätte anschaut, dann ist der in Wahrheit der Ferrari gegen euch zwei Buchschammerl. Also, aber bei der Gelegenheit, also, ja, so ist es. Ja, frisch und fröhlich. Ja. Ich muss ehrlich sagen, der Nepp, was war der Dominik Nepp vor einem halben Jahr? Der Dominik Nepp war der Masseverwalter, das Überbleibsel des Herrn Strache, skandalbehaftet, Spesen etc. Der Bursch hat binnen von 3-4 Monaten sich in diesem Wahlkampf so entwickelt und ich habe mir alle diese Konfrontationen am Sender angesehen. Jung, und ich bleibe dabei, dynamisch, eloquent, angriffig, der ist in diesem Wahlkampf gewachsen und zwar tatsächlich gewachsen. Dieser Dominik Nepp ist für mich in Wahrheit, weil alle anderen berechenbar waren und genau das getan haben, wie ich es von Anfang an vermutet habe, der Einzige, der wirklich sich zu einem Herausforderer entwickelt hat und das noch mit einem ziemlich schwierigen Stand. Und das ringt mir Respekt ab. Hat er einen Punkt, den einige teilen, sogar der Robert Miesig hat gestern gesagt, er ist überrascht von der Nepp-Performance und er glaubt, dass auch der Nepp sozusagen neben dem Ludwig der zweite große Gewinner in diesem Wahlkampf ist. Überraschend, seiner Meinung nach. Das sehe ich überhaupt nicht so. Also wir werden auf der einen Seite natürlich einen dramatischen Absturz erleben und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie man einen auf die Schnauze fallen dann so schön reden kann. Das passiert ja jetzt schon. Das ist ja nichts anderes als der Versuch... Wir reden ja vom Wahlkampf, wir reden nicht vom Ergebnis. Wahlkampf. Also ganz ehrlich, Dominik Nepp ist aufgefallen mit einem Rassismus und einer Fremdenfeindlichkeit, wie wir sie seit vielen Jahren nicht mehr erlebt haben. Der musste in die ganz unterste Schublade reingreifen, um noch ein paar Leute zu aktivieren. Ich werde das sicher nicht wiederholen. Na, was tun er alles macht. Wenn Sie Ihnen einfallen, wenn Sie sich vorbereiten, mit Sicherheit, würden, mit Sicherheit nicht. Sie diesen leben Dreck, nur in Ihren Schablonen. Herr Groß, diesen Teil werde ich nicht wiederholen. Ja, aber ich finde es schon spannend, dass der Finanzreferent der Wiener Freiheitlichen Partei angeblich nichts gewusst hatte von den Spesenaffären des Heinz-Christian Strache. Das ist das, was wir vor dieser Wahl mit Sicherheit nicht mehr rausfinden werden. Aber ich finde es schon interessant, wenn H.C. Strache in den Raum stellt, dass offensichtlich Dominik Nepp auch in irgendeiner Weise involviert war, dann sollte man sich als Wähler dreimal überlegen, diesem Kerl seine Stimme zu geben, weil er wahrscheinlich eine Woche nach der Wiener Wahl in die Luft fliegt, wenn die nächsten Spesenskandale aufkommen. Der Nepp. Nur wenn er Finanzreferent der Wiener FPÖ war, gekommen, kann also ja keiner glauben, dass er nichts gewusst hat. Das gehört nicht er bekommen, aber das ist ja unbestritten. Das ist eh klar. Aber was ich nicht mag, das, was mir an der Rechten immer so auf die Nerven geht, ist ihre mangelnde Loyalität sogar sich selbst gegenüber. Ja? Jahrelang war er der Partyboy, hat gepostet Fotos von sich selber mit dem Johann Gutenus und Heinz-Christian Strache im Feld am Wörthersee, hat sich gefallen in der Gruppe als Partyboy und jetzt auf einmal tut er so, als wäre der Heinz-Christian Strache der schlimmste Mensch der Welt. Das gefällt mir nicht, das ist unehrlich und das durchschauen die Leute auch. Ich bin nicht der Meinung, dass die Freiheitliche Partei am 11. Oktober der große Wahlgewinner sein wird. Und zwar deswegen, wir haben eine ÖVP, die de facto die Freiheitliche Partei ordentlich abräumt. Wir werden eine ÖVP haben, die mindestens 20% haben. Das glaube ich ja. Ich glaube, dass die ÖVP es schaffen wird, und zwar aus dem einzigen Grund, weil ganz viele Menschen, die eigentlich freiheitlich wählen wollen, jetzt im Zweifel sagen, na, inhaltlich habe ich eh das Programm der Freiheitlichen beim Blümel, aber ich bin mir sicher, dass ich zumindest keinen Antisemitismus, keinen Rassismus und keinen Späßenskandal bekomme. Sie hörten und eine bezahlte Werbeentschaltung der österreichischen Volkspartei. Das haben Sie. Das haben Sie also entschuldigen Sie, Entscheidung für Nepp macht. Hallo, kann ja wohl einen nicht, sag wieder was. Also er spricht, spannend, er prangert den Opportunismus an und betitelt Dominik Nepp als Opportunisten. Das ist jener, der dann einleitet, Sie haben Fotos am Wörthersee gemacht und dann distanzieren Sie sich. Herr Dr. Bornmähner, Sie haben Fotos mit dem Herrn Pilz gemacht und heute möchten Sie sich... Herr Dr. Bornmähner, ich habe Ihren Monolog zugehört. Sie haben Fotos mit dem Herrn Pilz gemacht und heute genieren Sie sich darüber. Sie haben Foto von Herrn Häupl gemacht und kurz danach sind Sie aus der SPÖ austreten. Sie haben Fotos mit der österreichischen... Nein, es geht um Ihren frischen, fröhlichen Dominik Nepp.
Prostituierte wie alle, die das kommentieren. Ja, alles leichte also, Mädchen, Bordschwein, Schwalm. Ja. Der aber Politik kommentiert rein. Ich finde es super. Dich nein, auch, oder ich bin in dem Fall der Einzige, der auf Kanapé-Ruhe steht. Zeig mir deine Freundin, ich sage dir, du bist der beste Freund von Dominik Knepp. Hat so einen Sprachgebrauch. Liebe Wählerinnen und Wähler, 11. Oktober, wählen Sie gerne groß ab. Spitzen Sie Ihre Ohren. Schauen Sie. Also du auch eine wenn Sie sagen, der Dr. Bornmähner, wenn Sie Herr Dr. Bornmähner sagen, ja. Der Dominik Knepp wäre rassistisch aufgefallen und Sie können es nicht einmal benennen. Ich könnte schon. Nein, ich Sie können es nicht, weil geben. Ich mir auch. Ich werde ihm nicht die Bühne nein, geben. Nein, weil das Feststellen, dass vielen Menschen in dieser Stadt die Heimat geraubt wurde, per se kein Rassismus natürlich. Ist, ganz einfach. Gebe ich Ihnen recht. Und wenn ihr euch als Geschätzter, für den Sie vorher die erste Einschaltung gemacht haben, Bauert bei Sozialdemokratie Wien, wo Sie jetzt dann noch für die Schwarzen offenbar ihre Botschaft abgesondert haben, gesagt haben, der Herr Ludwig ist das Nonplusultra allem und der Ludwig sitzt mit deinem Sohn hier im Studio und ich habe es auch gesehen und sagt, ja, wenn er die Zuwanderung begrenzen würde, er würde es tun, aber die Bundesregierung ist dagegen. Na, entschuldigen Sie, das ist das ganz Gleiche ausgedrückt in nein. Schwarzau. Aber der Michael Ludwig ist kein Rassist, nein, aber der Dominik Knepp ist ein Rassist. Nein. Und jetzt dazu dieser Mehr, der Dominik Knepp wäre im Spesenskandal irgendwie involviert. Dieser Mehr, die österreichische Volkspartei weiß ich nicht, unter die Welt bringt mit irgendeinem Kurierredakteur, der normalerweise nur die... Kannst du auf den Punkt kommen? Ja, der in Wahrheit nur die Schiffschrauben im Wörthersee sucht, ja. Wissen. Aber zurück, der Gernot Blümel soll lieber sein Laptop endlich einmal suchen. Vielleicht ist es der da gerade steht, den er seit 3 Monaten verzweifelt sucht. Aus. Der Frühdemente. Es glaubt kein Mensch, dass nun das Opfer des Betrugs, nämlich die Freiheitliche Partei, die um 600.000 durch gefälschte Rechnungsbelege geschädigt worden ist, nun von einem Ertrinkenden, der am 11. Oktober ohne dies Geschichte ist, als Mittäter belastet wird. Ja, das Beihilfe. Durchschaut gute Beihilfe. Leute. Beihilfe. Nicht einmal Beihilfe. Herr die Freiheitliche Partei. Sagen Sie mal, ja. glauben Sie tatsächlich die Einzeltäter-Theorie? Der Heinz-Christian Strache hat die letzten 15 Jahre alles allein gemacht. Herr alle Dr. waren Männer. Sie blind. Sie keiner hat irgendwas mich. Gewusst. Sie okay, bitte. Ich glaube zwar, dass die Freiheitliche Partei eine Führerpartei war. Herr das glaube ich sofort. Aber so eine Führerpartei war sie auch nicht, dass sie keiner irgendwas gemacht hat. Stopp jetzt. Ja. Ich muss die Diskussion leiten. Wir waren beim Blümel und du wolltest... Ja, das war eine rhetorische Frage. Ach so, gut, okay. Ja. Du wolltest uns eigentlich erklären, dass der Blümel auch ein Wahlkampfgewinner ist und du glaubst, er wird über 20%. Es gibt ja viele, die sagen, er war im Wahlkampf schwach. Das stimmt auch. Also er ist mit einigen Aussagen aufgefallen, wo man gemerkt hat, dass er in Wirklichkeit eine sehr große Abneigung gegen die Wienerinnen und Wiener hat. Und damit meine ich die 50,1%. Naja, auch gegen einen Wahlkampf, aber auch, ich meine, ganz ehrlich, man darf sich nicht zu fein sein, in einem Wahlkampf, das dauert eh nur ein paar Wochen, mit Menschen auch in Berührung zu treten. Das, was der gemacht hat, nämlich vor einer Video-Wall, vor seiner Parteizentrale, ein Plakat von sich selber zu enthüllen und das als Wahlkampf zu bezeichnen, dann wundert es mich nicht, dass die Leute sagen, trotzdem, der Typ nicht. Trotzdem bist du der Meinung, dass er einen guten Wahlkampf gemacht hat. Die, warum? Die ÖVP, ja. Man darf sie, ich glaube, wir dürfen den Fehler nicht begehen. Die Volkspartei steht momentan für einen Zeitgeist bei manchen Menschen, der fremdenfeindlich in vielen Teilen ist. Und das wird eindeutig übernommen von der Freiheitlichen Partei. Und daher saugen sie das gesamte Wahlpotenzial der Freiheitlichen Partei auf. So schlecht kann der Spitzenkandidat gar nicht sein. Diese Strategie ist deiner Meinung nach aufgegangen und die werden mit über 20%. Sie haben das letzte Mal 9% gehabt. Wenn sie sich verdoppeln und 18% haben, sind sie A, der größte Wahlgewinner dieses Abends. Du warst einmal ein Fan der Türkisen und des Basti Fantasti, damit ja auch indirekt das Blümel. Jetzt bist du ihr Kritiker, habe ich das richtig verstanden in diesem Wahlkampf? Wenn du mich fragst, wie ich den Wahlkampf von Gernot Blümel bewerte. Richtig. Dann wundert mich einmal die Äußerung des Herrn Dr. Bornmähner, der die österreichische Volkspartei jetzt erst auf 20% hinaufschreibt und dann im zweiten Satz, und ich subsumiere im Ergebnis zu sagen, der Blümel war arrogant, überheblich, eiskalt und seelenloser Technokrat der Macht und gewinnt trotzdem 20%. Ich weiß ja nicht, was sie saufen, aber irgendwas muss es sein. Zu dem Analyse, nein, das bewegt sich mittlerweile im höheren Promillebereich und ist hochprozentig. Ja, ja. Also das, was sie hätten... Steirischer
Apfel. Das, was Sie nehmen jeden Tag, das hätte ich gerne auch. Ich glaube, dann tue ich mir viel leichter im Umgang mit Ihnen. Das ist kein Apfelsaft. Das ist schwer vergoren über Jahre hinweg. Also, und ich glaube, es wird beim intravenös gespritzt mittlerweile. Weil so viel kannst du ja gar nicht das saufen. Ja, Herr Dr. Blumen, der Blumen weiter. Naja, Freunde der Blasmusik. Die Österreichische Volkspartei, gute Leute, steigt mit 25% ein. Im Windschatten steigt in Umfragen vor einem Jahr mit 25% ein. In allen Umfragen. Der große Gernot Blümel, der da niederkommt auf Wien und dann quasi die Trägerrakete des Sebastian Kurz ist. Und was kommt jetzt außer? Die werden nicht einmal 16% der Klauner. So, ein Wahlkampf, das ist aber der in Wahrheit. Das ist ein Wahlkampf. Der Wahlkampf hat nicht. Das ist nicht die Küchenprognose, das ist die Prognose des Gesehenen. Und wenn ich sehe, dass ein Mensch nicht dazu in der Lage ist, von seinem gesamten Habitus her auf andere Menschen zuzugehen, in Wahrheit die Abneigung zu seinen eigenen Wählern zeigt, einen Respektabstand von 3 Lichtjahren einnimmt, weder leutselig ist und dann noch, ich meine, die Bannern möchte ich ja nicht erwähnen, 86 Mal in einem U-Ausschuss zu sagen, ich kann mir nichts mehr erinnern, ich weiß nicht mehr, wie mein Name ist, ich weiß nicht, was mein Führerschein ist, ich weiß gar nichts mehr. Dann zu sagen, ich habe keinen Laptop und dann kommt man drauf, er hat möglicherweise 3, einer steht offenbar davon von ihm hier, damit er immer erinnert wird, er hat einen Laptop. Also irgendwann einen frühdementen 30-Jährigen zu haben, das gehört ins Pflegeheim. Also, du bist der Meinung, aber, Entschuldigung, nicht in die Politik. Blümel ist im Wahlkampf gescheitert und wenn ich höre, dass in der Wiener ÖVP der Wirtschaftskammerpräsident Ruck mittlerweile den Herrn Biach vom Hauptverband aufstellt, um danach eine große Koalition in Wien einzuleiten mit dem Biach als Vizebürgermeister, dann weiß ich, dass die Grazer, steirische Volkspartei, die Wiener Volkspartei den Herrn Blümel längst angeschrieben hat. Und wenn du so in Fahrt bist, Strache? Ich bin nicht nekrophil. Weißt du was? Ich bin kein Leichenschänder. Also vielleicht könnte man das aussparen. Also das ist, wer sich mit dem Herrn Strache beschäftigt, Mausetod, 2-3%, das ist Leichenflederei. Und für das gebe ich mir nicht her. Und ich glaube, es ist auch nicht mehr notwendig. Also du hast ja heute interessante Prognosen. 2% für den Strache. Ich glaube, du bist relativ einsam mit der Prognose. 16% für die ÖVP. Da muss ja der Ludwig weit über 50% kommen. Ich glaube, dass eine Stimme für Strache, ich bin mir mittlerweile sicher, leider eine verlorene ist. Er ist viel zu früh gestartet, er hätte 3-4 Jahre warten müssen. Er hat einen Wahlkampf abgeliefert, alle anderen sind schuld, nur ihn nicht. Er hat keinerlei Demut gezeigt, er war in Wahrheit ein Getriebener auch der Angriffe. Er kam nie in die Offensive, er war in Wahrheit ständig in der Defensive. Mit allem, was dazugehört, mit der gesamten Tragödie, die sich links und rechts von ihm abspielt, für die er in Wahrheit selbst zuständig ist und kein anderer Mensch. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Unser Leben ist in guten Händen, in unseren eigenen. Ganz einfach. Sebastian, wie siehst du den Strache? Kommt er rein? Sebastian Mena ist ein Wort. Die Schwarzen sind super, die Roten, Herr Kost, ich habe Ihnen auch zugehört. Also, ich bin der Meinung, Heinz-Christian Strache hat die letzten 15 Jahre die Freiheitliche Partei verkörpert. Und wer tatsächlich diesen alten Weg fortgesetzt haben möchte, der wählt Heinz-Christian Strache und nicht eine Truppe von Menschen, die offensichtlich die letzten 15 Jahre nichts mit Heinz-Christian Strache zu tun hatten, also ergo auch nicht verantwortlich waren für die Wahlerfolge, jetzt aber so tun, als hätten sie damit nichts zu tun und wären die wahren Erben. Das gefällt mir nicht und ich glaube, ganz viele Menschen, intuitiv, ich kann mich auch täuschen, aber ich glaube, ganz viele Menschen werden sich denken, ich möchte, dass Heinz-Christian Strache nicht von diesen Leuten, die jetzt so eine Kindesweglegung betreiben, derart in Stich gelassen wird und werden ihm deswegen eine Solidaritätsstimme geben. Ich kann es Ihnen auch nicht verdenken. Und deswegen finde ich es sehr interessant, wenn Sie in Ihrer Analyse, Herr Gross, dazu kommen, dass Sie sagen, SPÖ-Wähler, alle deppert, Grünwähler, alle verrückt, ÖVP-Wähler, alle geisteskrank. Also in Wirklichkeit sind Ihrer Meinung nach... Strache-Wähler, Nekrophil. Alle Nekrophil. Ja. Also Ihrer Meinung nach darf man in Wien nur Dominik Knepp wählen, weil er ist so frisch und fröhlich. Das sind 10% der Bevölkerung. Jetzt wundert mich nicht, Herr Gross, Sie leben in einer Parallelwelt. Jetzt wundert mich nicht, dass Sie überall nur Scherben sehen. Aber die Scherben, die würde eher da drinnen suchen und nicht da draußen. So, ja. Sie sind ein Kind, ein Deppertes, in Ihrem Hirn der Schepperdes. So. Heißt so schön. Also, aber Herr Dr. Sie haben sich gerade... Ja, das sind die Scherben, die scheppern. Genau. Herr Dr. Bornmänner, zurück, retour. Also, ich fasse zusammen. Mhm. Der Ludwig ist der Beste. Der Blümel ist super und kommt über 20%. Der Strache ist eine Sensation, wer ist das Original? Die Neos gehen wie durch die Decke und zu ihren grünen Brüdern, die Frau Hebein, ist überhaupt die Ikone. Ich weiß nicht, kreiseln Sie am Wahlsonntag 5 Parteien an?
Was haben die gefünftelt? Hat ihnen jeder einen Zehner überwiesen? Nein, oder was? Nicht von meiner Stimme gesprochen. Hat sie Faschingspopper da reingeschrieben? Alle sind super, nur die Freiheitlichen sind scheiße. Ich meine, sie haben ja einen in der Krone. Zwei Minuten. Naja, überleg einmal, was aber er sagt. Man kann natürlich schon der Meinung sein, dass das ein Wahlkampf war, in dem sich einige sehr gut präsentiert haben. Ich bin auch der Meinung. Der Ludwig hat eine super Performance hingelegt in diesem Wahlkampf. Der Chor. Der Chor wird das rote Wien. Von Anfang an gesagt, das rote Wien bleibt rot. Der Nepp hat eine super Performance hingelegt. Sehr, er nicht. Ja, 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 ist fröhlich. Ja. So, der Blümel ist halt die Regierung. Der Blümel ist arrogant. Ja, da kannst du sagen, die ganze Regierung ist arrogant. Die türkise Hälfte die zumindest. Die Regierung ist so, wie sie ist. Aber ist er super. Das ist halt die neue bürgerliche Linie. Und, er sagt es auch, das ist halt der Zeitgeist. Der Kurz ist halt der Zeitgeist. Sie können natürlich die Wähler beschimpfen, aber das ändert nichts daran, dass der Wähler wieder am Schluss trotzdem es wird natürlich in Wien eine Grundmehrheit geben von etwa 15-20%, die Regierung und den Kurz wollen. Und in dem Sinne seinen Freund Blümel, ob er ihnen jetzt gefällt oder nicht, wer Blümel wählt, wählt ja sowieso Kurz. Das ist ja ohne Frage. Ich glaube nicht, dass eine einzige Person innerhalb der Volkspartei die Blümel wählt. Nein, das glaube ich nicht. Sondern die wählen die türkise Kurzpartei. Also ich nehme zur Kenntnis, die ÖVP-Wähler leiden alle am Stockholm-Syndrom. Sie mögen den Blümel nicht, aber sie wollen ihn. Na, das ist es schon. Sie wählen den Kurz, versuchen wir dir zu erklären. Nein, natürlich, sicher. Na, wen denn sonst? Ja. Gerade die Wiener Volkspartei hat seit Buzek keine nennenswerte Erfolge mehr gehabt. Die Wiener Volkspartei hat selbst die großen Erfolge nicht gehabt, als ein Wolfgang Schüssel auf Bundesebene 42% der Wiener ÖVP ist der Herr Kurz, weil der Herr Kurz ist die Wiener ÖVP. Er kommt aus der Wiener ÖVP, er ist die Wiener ÖVP und der Blümel ist sein bester Haber und macht nicht viel den Wahlkampf. Hätte er gleich selber kandidieren können, dann hätte er 30%. Wolfgang Schüssel kam aus der Wiener ÖVP, lebte in Wien, war Kanzler mit einem höheren Ergebnis als Sebastian Kurz. Und trotzdem ist der jeweilige Kandidat, ob es Gijohan war etc., in Wien abgestürzt. Also das werden wir sehen. So oder so, wenn ich euch beiden zuhöre, stehen wir vor einem extrem spannenden Wahlsonntag. Du sagst, der Ludwig macht die Absolute. Der knappert an der Absoluten. Ja. Du sagst, das geht sich mathematisch nicht aus, weil es viele Parteien nimmt. 41-42. Eben, sage ich ja. Weil zu viele Parteien im Top sind, geht sich das nicht aus. Du sagst 47, na das machst eh du. Du sagst 47 bis 48%. Das ist ja die große Gefahr, Burschen. Nicht? Und du kennst die SPÖ, weil du bist halt einmal gekannt für dich. Die Frage ist, kommen die am Sonntag oder kommen die nicht? Weil die der Meinung sind, das ist eh der Bürgermeister. Da will ich mich jetzt nicht infizieren, da sind so viele Leute dort und vielleicht haben welche Corona und so. Also, das ist ja nicht gesagt, dass die kommen. Wenn da 20% von denen zu Hause bleiben, hat der nicht 48%, sondern 40%. Muss man dazu sagen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, Achtung, rein technisch gesehen, es gibt die Möglichkeit der Wahlkarte. Eben. Und es hat noch nie so viele Wahlkartenwähler in Wien gegeben wie bis dato. Und ich glaube, das hängt auch mit Corona zusammen. Das wird sich auf alle relativ gut aufteilen. Ja. Weil das trifft ja den ÖVP-Wähler auch. Nein, eines müssen wir schon sagen. Die SPÖ-Wähler wird die SPÖ sein. Genau. Dann wahrscheinlich die ÖVP, weil sie intelligent genug war, das zu organisieren. Ja. Und dann würde ich auch dem Rumpold und dem Strache zutrauen, die alte Profis sind, dass sie da auch was organisiert haben. Den Rest traue ich keine große Briefwahlkampagne zu. Das musst du auch können. Ich habe die Mobilisierung in der einzelnen Parteien im Wahlkampf sehr genau gesehen. Du sagst, der Ludwig hat die Absolute, du sagst 40-41%. Du sagst, Ludwig 20%. Du sagst Blümel, ÖVP 20%. 20, ja? Du sagst Blümel, ÖVP 16%. Ja. Du sagst Nepp, wie viel Prozent? 10-12. Du sagst Nepp? 13. Du sagst Strache? 5-7. Du sagst Strache? 3,8-4,2. Vorher war es noch bei 2-3, aber das ist jetzt deutlich mehr. Ich habe versucht, die Dunkelziffer. Strache ist offensichtlich allein in dem Duell schon verdoppelt. Du sagst Grüne, wie viel Prozent? 15. Ich glaube, das können wir schaffen. Du sagst
11. Ja. Und du sagst Neos? Ich glaube, die werden ziemlich gleich bleiben, so 6-7%. Und abschließend noch, Sebastian, dein Tipp für die Koalition. Geht so weiter oder kommt Rot-Pink? Nein, warum sollte er das machen? Ich bin davon überzeugt, dass er Rot-Grün weitermachen wird, weil sie kennen sich, sie haben sich die Ressorts schon ausgemacht. Warum sollte er ein Experiment wagen mit der ÖVP und sich damit gleichzeitig... Nein, nicht mit der ÖVP, Rot-Pink. Rot-Neos. Das ist ein Blödsinn. Die Neos haben so eine soziale Eisiskälte in sich. Das ist wirklich der soziale Permafrost der Politik. Also das geht sich mit der Sozialdemokratie nicht aus, weil alles, wofür das Rote Wien steht, ist nicht das pinke Labor. Also Rot-Neos kommt nicht in Frage. Und auch Rot-Schwarz, sprich in der Person des Herrn Ruck, glaubst du auch nicht. Na, warum sollte sich der Michael Ludwig die komfortable Situation nehmen, auf die Bundesregierung draufhauen zu können und einen Abwehrkampf und das rote Bollwerk zu beschwören und sich die türkise Truppe reinholen? Also du sagst, Rot-Grün ist gelaufen. Ja, davon gehe ich aus. Die werden entweder mit den Grünen. Oder tatsächlich mit der ÖVP und der Ruck und Biach. Also das glaube ich auch. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten und die geben sich ja relativ billig her. In Wahrheit haben ja schon alle angekündigt, sie wollen es. Und ich hoffe, dass die Wienerinnen und Wiener wenigstens so gescheit sind, dem eine ordentliche Opposition gegenüberstehen. So, das war eine Runde zur Wienwahl, kurze Werbepause. Und dann hoffentlich ein bisschen geordneter und nicht ganz so chaotisch wie in der Runde zur Frage Corona-Update. Wie schaut's aus? Wie gefährlich ist die Explosion der Infektionen, die jetzt ja fast schon unseren Kanzler getroffen hätte? Wir sind gleich wieder da. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, so, zweite Runde im Duell Gross gegen Born-Mehner am Dienstag. Die Wienwahl haben wir diskutiert, die werden wir mit beiden Herren am Sonntag analysieren. Freue mich schon auf euren Besuch im Studio. Jetzt ist natürlich das Thema der Themen dran, nämlich Corona. Ja? Du bist eigentlich schuld an der ganzen Geschichte, weil du hast uns seit Monaten hier eingeredet, wir müssen mehr lockern, mehr lockern, mehr lockern. Ja, ja. Dann hat der Kurz offenbar die Sendung geschaut und sich gedacht, ja, wenn der Groß das sagt, dann müssen wir es auch machen. Dann lockern wir, oder vielleicht sogar der Anschober dich angeschaut und lockert. Ja. Und jetzt haben wir den Schirm auf, jetzt sind wir demnächst in den nächsten Tagen bei 1000 Neuinfizierten. Mhm. Ja, tut dir das leid, dass du uns das eingebrockt hast, wenigstens? Also ich nehme jetzt zur Kenntnis, seit gestern ist ja die Diskussion oder die bestätigte Meldung da, ein Mitarbeiter des Kanzleramtes, wenn auch nicht die Regierung, ist erkrankt und in der Steiermark ist der Landeshauptmann in Quarantäne und die Frau Gebesler ist in Quarantäne, drei Nationalratsabgeordneten sind bereits erkrankt etc. Also es sickert wie Ebola in den Politbetrieb, wie die biblische Plage aus dem alten Ägypten. Genau. Und jetzt frage ich mich Folgendes. Also, das sind jene Menschen, die sich gerade infizieren, die uns erklärt haben. Ihr müsst alle Masken tragen, ihr geht nur mit einem Babyelefanten vor die Tür, ihr badet jeden Morgen in 5 Liter Desinfektionsmittel, ihr hustet euch nicht an, ihr seid sozial distanziert auf 7 Meter. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Virus schlau genug durch die Masken und die 5 Hektoliter Desinfektionsmittel, die Politiker mit dem Auto auch anzukrallen. Oder die alle behaupten, ihr dummes Volk müsst es alles machen, halten sie selber nicht an die Regeln. Wir merken gerade, dass Menschen, die vorgeben von sich selber, wir halten alles ein, sich infizieren. Und halten die Angst, aufrecht. Wir sehen heute, deine Zeitung hat berichtet, eine Studie, eine weltweite Studie, wonach sich weltweit bereits in der Dunkelziffer 700 Millionen Menschen mit Corona infiziert haben sollen. Möglicherweise. Und 1 Million möglicherweise mit, an oder um Corona verstorben ist. Wenn das stimmt, heißt das, dass Corona die Sterblichkeit unter der Grippe hat. Und wir sehen es überall. Und dann frage ich mich, warum wir seit März unser gesamtes gesellschaftliches Leben, unsere gesamte Volkswirtschaft, unser gesamtes Sozialsystem, unser hart erarbeitetes Steuergeld einer Krankheit opfern, die sich als mehr herausstellt. Mhm. Ich habe nie Corona bestritten. Nie. Als Erkrankung wie hunderttausende andere auch. Aber jene Wichtigkeit, die Politikern dieser Krankheit mit Angst gegeben haben, hat am Ende mehr Schaden ausgelöst als dieser Virus selbst. Und das kommt jetzt zum Tragen. Und daher sage ich auch heute,
Wenn du hergehst und sagst, ja, die infizierten Raten gehen in die Höhe, nun auch gehen sie in die Höhe. Es geht auch jeden Winter die Grippe in die Höhe, es geht der Schnupfen in die Höhe. Es geht im Sommer die sogenannte Sommerinfluenza, obwohl es es nicht gibt, in die Höhe. Ja, es ist eben so, weil der Mensch eben krank werden kann. Wenn wir nicht krank werden können, dann müssen wir halt mit dem Silberlöffel die Tablette fürs ewige Leben fressen oder uns von einem Vampir am Roten anstecken lassen. Dann leben wir ewig 300 oder 400 Jahre. Ja, ja. Also, das stimmt ja alles nicht. Wir werden damit leben müssen, ja. Das ist die Normalität. Zurückfahren mit dem ganzen Scheiß, anstatt dass wir mehr Betriebe, mehr Wirtschaft und mehr Menschen umbringen. Und wenn heute ein Schlusssatz, und wenn heute in der Steiermark veröffentlicht worden ist, Ö1 in der Früh, 80% der Herzinfarkterkrankungen beim letzten Lockdown in die Höhe geschnellt, Brustkrebserkrankungen nicht mehr entdeckt, nicht mehr Brustkrebserkrankungen nicht mehr getestet worden sind, Menschen ihre Krebstherapien überhaupt abgesagt haben, dann sage ich, okay, dann ist es jetzt schwarz auf weiß. Die Maßnahmen haben mehr Menschen umgebracht als der Virus selbst. Also derzeit liegt die Sterblichkeitsrate unter dem Vorjahr. Also es können nicht sehr viele Menschen umgebracht worden sein in dem Jahr. Punkt 1. Punkt 2, ich glaube, du bist ein bisschen unfair zu den Politikern, weil wenn man sich das derzeit anschaut, von von der Leyen bis Trump, von Kurz bis Schützenhöfer, von Gewessler bis irgendwo, wenn du derzeit ein Politiker bist und mit vielen Leuten in Kontakt bist, dann ist die Chance, dass du Corona erwischt, einfach sehr hoch, weil es halt einer von 100 hat. Das heißt, wenn du 100 Leute triffst, und das bist du halt als Politiker, siehe Herr Schützenhöfer, der trifft halt wahrscheinlich 200 Leute am Tag, ist die Chance, dass du erwischt, relativ hoch. Nix, Capito? Ja, dann werden wir uns langsam, Capito, sehr wohl, ja. Sie, Signore, aber dann werden wir uns schon langsam dran gewöhnen müssen. Und dann können wir nicht jedes Mal den gesamten Betrieb Österreichs, unser öffentliches Leben, lahmlegen, nur weil einer nicht einmal Symptome habend zum Husten anfängt und der andere schon wieder schreit, Ebola kommt. Nehmen wir es endlich zur Kenntnis. Ich bestreite weder die Infektionszahlen. Das, was ich kritisiere, ist dieses Spiel mit der Angst, wo man aus einer Corona-Infektion am Ende eine tödliche Erkrankung macht, die es am Ende mit der Letalitätsrate nicht ist. Und Wolfgang Fellner, du hast das richtigerweise jetzt was Wunderbares gesagt. Die Sterberate ist nicht gestiegen. Die Sterberate ist auch in Deutschland nicht gestiegen. Ganz im Gegenteil, ich kenne Bestattungsunternehmer. Ich habe am Anfang einmal einen Witz gemacht. Man verzeiht mir diesen zynischen, fast sarkastischen Witz. Ich habe gesagt, okay, wenigstens die Bestattungsunternehmer machen ein gutes Geschäft. Die haben um Kurzarbeit angesucht. Ja. Also wenn das die Menschheit dahin rafft, dann frage ich mich, warum die Bestatter wenigstens kein Geschäft gemacht haben, wenn schon sonst alle Geschäfte den Bach hinuntergegangen sind. Gut, Sebastian, jetzt bist du dran, nachdem er sich ausgetobt hat. Ja, ein bisschen zu viel Kernöl gespritzt, glaube ich. Ich weiß auch nicht, was Sie so in der Spritzen, aber Kernöl offenbar. Nein, aber ich meine, auch ein Gerald Gross kann die 6.000 Toten in Österreich nicht leugnen. Und ich finde es eine... 700? Du verbringst es mit Schweden. Ja, bei 10,8 Millionen Einwohnern, da sterben 6.000 Toten. Wir sind bei knapp 800 in Österreich und knapp 7.000 in Schweden. Bei einer viel, viel geringeren Verteilung von Menschen auf Fläche eine viel, viel höhere Sterberate. Wir haben in Italien, wir haben in vielen anderen Ländern der Welt unglaubliche Todeszahlen. In Italien und Spanien, ja. Das ist auch in Großbritannien. Ja, auch in Großbritannien. Auch in Frankreich haben wir. Ja, also, schau. Und der Punkt, schön, dass Sie der Punkt alle 100-Jährige der Welt Punkt, geschützt haben, Punkt, dass Sie noch wenigstens 100 Herr Gross, werden. Herr Gross, schön in Ordnung. Ich habe verstanden, Ihnen ist vollkommen wurscht, ob die Menschen sterben oder nicht. Ich habe verstanden, dass Sie sagen, Sie wollen lieber ohne Maske auf der Straße psoffen, rumpöbeln, als dass Menschen geschützt bleiben. Ich nehme das zur Kenntnis, Herr Gross. Wir alle kennen inzwischen, in den letzten zwei Jahren habe ich kennengelernt, wie abgefuckt Sie eigentlich diesbezüglich sind. Das muss ich zur Kenntnis nehmen. Na, sorry, aber wenn Sie Menschen leben, Herr Gross, nein, seien Sie mir nicht böse, aber wenn Sie Menschen leben, wenn Sie Menschen leben, im Gegensatz zu Ihnen. Von angefuckt gar kein Reden. Er ist dran. Wenn man Menschenleben so einfach, opfert, nur damit man die Maske nicht tragen muss, nur damit man in der Nacht noch beim Wirt ein bisschen länger hocken lassen kann. Sie sind derjenige, der letzte Woche ganz stolz präsentiert, dass er Mickey Maus und Papst Franziskus auf die Registrierung in der Gastronomie schreibt. Sie sind derjenige, der sich erblödet, öffentlich dazu aufzurufen, keine Maske zu tragen und gleichzeitig wundern Sie sich, dass wir die Infektionszahlen weiter verbreiten? Du dabei, Gerald Gross, à la Donald Trump, dass du wirklich sagst, wir sollen ohne Maske in der U-Bahn fahren, in den ÖBB fahren, in Räumen sein. Ist das dein Ernst? Jeder wie er will.
Ja. Jeder, wie er will. Schau, genau. Na, Gesetze ganz einfach. Alles, so jeder, aus, wie er will. Manche fürchten sich mehr. Manche nehmen Tabletten gegen irgendwelche Angsterkrankungen, generalisierte Angststörungen. Manche brauchen es nicht. So ist das Leben. Trägst, aber Herr Dr. von Mähner, trägst du die Maske, wenn du in der U-Bahn fährst oder nicht? Mit der U-Bahn, aber das Thema hätten wir schon. Wenn gehabt. Du mit der Eisenbahn fährst. Also die U-Bahn zwischen Graz und der Südsteiermark gibt es ja, noch nicht. Wenn Sie das wäre wenn dann Sie nach Wien, wenn Sie nach Wien chatten. Erst in ja, wenn Sie nach Wien chatten, wenn du in Graz, wenn du in Graz mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gehst, trägst du dann die Maske. In letzter Zeit nicht, wenn man die Masken fliegt. Also gehe ich nicht hin, ganz einfach. So, also aber, du trägst so, keine Maske. Also, nein, Herr du Dr. trägst Dr. keine Maske. Entschuldige, Wolfgang. Also, mit einem darf du ich aufräumen. Du trägst keine Maske. Nein. Böbeln, abgefuckt etc. Bin ich der Easy Rider? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob du eine Maske trägst. Nein, aber das war ein Angriff, den ich wenigstens noch pariert habe. Die Frage ist, ob du die Maske trägst. Ja, sag ich dir ja selten. Wie oft muss ich es da jetzt noch sagen? Soll ich da jetzt ein Tagebuch schreiben, wann ich es trage oder nicht? Also nein, also eindeutig nein, ich kann es nicht auf den Punkt bringen. Also ich sage aber nur Folgendes. Die Maske ist nicht das Problem. Ja, die Maske ist nicht das Problem. Es sind 1 Million Menschen, die in Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit sind. Es sind hunderte von Milliarden mehr Staatsschulden. Es sind zigtausende pleitegegangene Betriebe. Es ist eine kaputte Industriezweige. Es sind die vielen Arbeitslosen und die pleitegegangenen Betriebe, die uns täglich erschüttern, über die Sie nonchalant hinweggehen und immer mit dem Schmäh kommen, wir müssen Sterbende vor dem Sterben retten und dann es als Unmenschlichkeit darstellen. Es ist nicht unmenschlich festzustellen, dass das Leben im Tod ändert. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, die Friedhöfe von Ihnen, die glaubt haben, sie sind unsterblich, sind zum Bersten voll. Ja, so, also du trägst keine Maske und willst die Maßnahmen lockern. In den lockern. Seltensten Fällen. Sebastian, was muss passieren, dass die Infektionszahlen wieder sinken? Oder ist das eh nicht wichtig? Wie siehst du das? Doch, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, weil wir momentan sehen, dass sich vorwiegend junge Menschen anstecken. Dort bleibt es aber nicht. Jetzt sind es die Jungen, aber die Jungen haben ja Kontakt mit den Älteren. Das bedeutet, dass wir sehr bald die besonders vulnerablen Personengruppen wieder infizieren werden. Und jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden, das ist ja nicht auszuhalten, bitte. Sie können nicht einmal 2 Sekunden die Pappen halten. Herr Kossig, das ist schrecklich. Du sollst still sein, sonst reißt das Mikrofon ab. So, bitte. Also. Momentan haben wir es in erster Linie bei den Jungen. Das wird sich nicht mehr lange aufhalten lassen. Das heißt, es kommt auch wieder zu den Älteren. Das bedeutet, wir dürfen nicht zuschauen, wenn die Infektionszahlen nach oben gehen. Und daher müssen wir bis zu dem Zeitpunkt, wo wir tatsächlich eine Impfung haben und die auch flächendeckend zur Verfügung stellen können, auf jeden Fall also über den Berg des Winters hinaus versuchen, die Infektionszahlen unten zu halten. Und jeder Mensch hat Verständnis, das zeigen uns auch die Umfragen dafür, eine Maske in gewissen Situationen zu tragen, auf gewisse Zusammenkünfte zu verzichten. Welche? Zum Beispiel Party machen in der Bettelalm. Man muss sie nicht ansaufen in der Nacht die nächsten 3 Monate. Das ist auszuhalten. 10 Leute an einem Tisch? Ja, why not? Also ich finde, ja oder nein? 10 Leute an einem Tisch? Ja, in einem Restaurant. Eher nur 6 Leute am Tisch, wie das zum Beispiel in England der Fall ist. Nein, ich glaube, derzeit wär, oder also in Spanien. Ich bin kein Experte, aber ich nehme an, die Empfehlung, die wir von den Expertinnen und Experten hören werden, wird schon passen und das werde ich mich halten. Im Gegensatz zu Gerald Gross bedeutet mir die österreichische Demokratie etwas und ich werde nicht anfangen, weil mir die Maske zuwider ist, die Demokratie in Frage zu stellen. Dazu gehört nun mal auch, dass wir uns an Gesetze halten, egal ob sie uns passen oder nicht, Herr Gross. Und in dem Fall gibt es ein Gesetz und es gibt Verordnungen, es gibt Maßnahmen, die Bundesregierung ergreift, um die Ausbreitung zu beschränken. Und wir sind alle aufgefordert, einen Teil dazu beizutragen, das zu machen und sich nicht präpotent bis zum geht nicht mehr, nur wenn man im Porsche von der Villa hier reinchattet. Sebastian. Sorry, das ist nicht die Realität der Menschen. Schweif nicht zum Thema ab. Sebastian, brauchen wir schärfere Maßnahmen? Ich fürchte, wenn diese Zahlen sich so weiterentwickeln und danach schaut es aus, werden wir nicht drum rumkommen, dass Lockdown auf keinen Fall, aber dass wir weiter Maßnahmen treffen,
um zu verhindern, dass sich der Virus ausbreitet. Aber das Problem, das ist, ich habe schon im März gesagt... Was braucht man da für Maßnahmen? Naja, Sperrstunde, also 22 Uhr, ich sehe nicht immer mehr als vier an einem Tisch. Ich sehe immer noch dicht an dicht gedrängt Menschen in den Einkaufsstraßen. Ich sehe immer noch, dass Menschen einsperren. Auch in der Gastronomie... Nein, es geht nicht um Einsperren, aber es geht um noch mehr Verantwortungsbewusstsein. Ich sehe auch nicht die Notwendigkeit... Nein, aber es gibt... Ich glaube nicht, dass wir das volle Potenzial der sozialen Distanzierung schon ausgeschöpft haben. Und ich hoffe, dass wir noch den Ernst der Lage ergreifen, bevor wir gezwungen sind, einen Lockdown zu machen. Also mehr Abstand halten, konsequenter die Maske einsetzen, ja. auch im Büro, wir haben das ganz ja hier bei Österreich. Ja. Mit Sicherheit, es gibt inzwischen auch im Hinblick auf die Aerosole, also die Übertragung über die Luft, genug Studien. Es gibt inzwischen auch Überlegungen, das auf der Straße zu machen. Ich bin kein Experte, aber ich denke mir, am Ende des Tages sollten wir doch alles tun. Das sagt doch der gesunde Menschenverstand. Wir sollten alles tun, was irgendwie möglich ist, um diese Verbreitung einzudämmen. Also das heißt nicht, dass deswegen die Wirtschaft krachen gehen muss. Tun, wir müssen mehr machen und mir ist es wichtig, dass wir in diesem Diskurs, das sage ich seit 6 Monaten jetzt oder schon seit 7, wir müssen das entkoppeln. Der Kampf gegen das Virus heißt nicht, dass man derart rumdilettieren muss, wenn es darum geht, Unternehmen zu retten. Am Ende. Was muss passieren, dass wir jetzt endlich die Unternehmen retten, Gerhard Groß? Weil du bist ja der Meinung, die fahren gegen die Wand. Am Ende keinen zweiten Lockdown. Ja, das sagen ja alle. Freunde, er will eine Verschärfung. Wir haben jetzt kaum mehr Spielraum von den derzeitigen Maßnahmen zum absoluten Lockdown. No, ja, da ist kein Puffer mehr. Das heißt, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Man macht in Wahrheit einen zweiten Lockdown, sagt aber nicht Lockdown dazu. Finde ich auch grenzgenial. Finde ich irrsinnig toll. Nein, so ist es. Das stimmt ja nicht. Da brauchst du nur internationale Zeitungen lesen, dann siehst du, was in anderen Ländern alles möglich ist. Ja. Nicht mehr als 4 Personen an einem Restauranttisch. Das ist ja kein Lockdown, wenn du um 22 Uhr sperrst. Kein Alkoholausschank. Also da gibt es ja noch einige Dinge, die passieren, bevor ein Lockdown ist. Das Breaking News des Tages, Israel hat einen Lockdown. Faktum. Andere Länder bereiten den Lockdown vor. Sie sagen vielleicht nicht dazu. Und wenn ich seine Argumentation gehört habe, ja, alle Menschen sind für die Maßnahmen. Und dann kommen heute Studien, nämlich einer der größten Umfragen über die Wirksamkeit dieser Maßnahmen und die Akzeptanz in der Bevölkerung. 46% der Bevölkerung, bald die Mehrheit, wehren sich gegen die Maßnahmen. Aber die Propaganda läuft ja noch immer in die Richtung, na, es sind eh alle so super, sie sind eh alle nicht zufrieden. Alles verhageln, alles hinmachen, noch mehr Arbeitslose, noch mehr Betriebe hin, noch mehr Grundrechtsverstöße. Jetzt ist wieder die Schwischenrede. Nächste Woche. Was soll passieren? Die Wochen haben was, wir was, nächste Woche. Was muss passieren, dass die Wirtschaft nicht an die Wand fährt? Wirtschaft ist bereits an die Wand gefahren. Ich habe mir jetzt auf dem Weg im Studio mit einigen unterhalten, die mich auf der Straße angesprochen haben, über Besitzer aus der Nachtgastronomie. Leberkäs-Baby. Wir halten Nachtgastronomie. Ja. Um 4 in der Früh wirst du da wohl nicht den Leberkäs reinwerfen. Nein, geht's gut, keine Sorge. Denen der Nachtgastronomie, der Gastronomie, dem Kleinhandel, der kleinen und mittelständischen Wirtschaft, der Produktion, den Autozulieferern, es geht keinem mehr gut. Ja? Und es kann sich von der Wirtschaft aus keiner mehr einen zweiten Lockdown leisten. Und die Psychologie und die Angst und Panik lässt noch immer nicht zu, dass die Konjunktur anspringt. Und die Reisewarnungen, die Länder untereinander, auch Österreich, gegen Kroatien und, sich im Revanchefall ausgesprochen haben, machen noch immer unseren Tourismus kaputt. Und wenn du mich fragst, ja, was müssen wir machen, dass die Wirtschaft nicht endgültig ausschaut wie Dresden nach 45? Ja, endlich aufhören mit dem Corona-Wahn, mit der Hysterie, mit der Panik, damit leben lernen. Dann ist es eben die neue Normalität, dass so 100.000 Viruserkrankungen zuvor es jetzt eine 100.000 erste Viruserkrankung gibt, so wie Millionen andere Viren über uns hinwegfallen. Ja, ich weiß schon, das ist für Sie eine ganz andere Neuigkeit. Dass es Bakterien gibt, dass es Viren gibt. Sie werden auch Ihr Kind wahrscheinlich... Lass es mir Kind bitte. Es gibt ja viele Leute, die sagen, na, das Kind darf im Sandkasten nicht spielen. Nein, es darf mit Erde nicht in Verbindung kommen. Nein, es darf gar nicht in die Luft gehen. Nein, es könnte ihm die Decke am Schädel fallen. Ich kenne ja solche Helikopter-Dads. Und so Helikopter all inklusiv, Susi sorglos Menschen, wie Sie einer sind. Ja, aber es entspricht nicht unserer Gesellschaft. Es entspricht nicht unserer Sozialisierung. Und es macht am Schluss uns alle kaputt. Also was muss passieren, dass die Wirtschaft... In endlicher Ruhe mit dem Schaß aufhören. Was ist der Schaß? Mit dem Corona-Wahnsinn endlich aufhören. Über Corona soll nicht keine mehr Maßnahmen werden. Mehr Eigenverantwortung der Bevölkerung überlassen. Keine grundrechtsverletzenden Gesetze mehr. Keine Bevormundung durch die Politik.
Die Schweden sagen sie auch, wie sie es machen. Über die lesen wir ja gar nicht mehr. Schlusswort, mittlerweile weint er fast schon. Ja, Sebastian Bornmena, also, bitte. Ja. Er kann es nicht mehr fassen. Wir haben gesehen, ja, was passiert, wenn man an die eigene Verantwortung von manchen Menschen appelliert. Da haben wir dann GTI-Partys in ihrem Kärnten. Wir haben tausende Menschen, die in Salzburg am Rudolfsquai Party machen, als gäbe es keinen Morgen. Also nein, wir dürfen uns, wenn es darum geht, eine Pandemie einzudämmen, nicht auf die Eigenverantwortung von Menschen verlassen, die ihre YouTube-Videos anschauen und die dann glauben, sie sind gescheiter als die Virologen, die glauben, sie haben mehr Ahnung von der Verfassung als jeder Jurist, die glauben, dass sie die höheren Ökonomen sind als die, die momentan unseren Staat lenken und daher sich über jedes Gesetz hinwegsetzen. Meiner Meinung nach müssen wir, und das meine ich wirklich jeder Einzelne, versuchen, in seiner eigenen Lebenswelt einen Beitrag zu leisten, damit dieses Virus sich nicht weiter ausbreitet und auch gleichzeitig, um die lokale Wirtschaft zu stärken, aber da sollten Sie, Herr Gross, bei sich anfangen, hören Sie auf, Urlaub im Ausland zu machen, versuchen Sie tatsächlich die lokale Gastronomie und die lokale Hotellerie zu stärken. Sebastian, nein, aber hören Sie auf. Also jetzt kommen Sie zum siebten Mal mit der Urlaubsnummer. Sebastian, Schlussfrage. Schlussfrage. Kriegen wir einen zweiten Lockdown, ja oder nein? Nein, ich glaube, wir können uns keinen zweiten Lockdown leisten, aber wenn die Menschen jetzt nicht endlich die Verantwortung übernehmen, sich zusammenreißen und tatsächlich dazu beitragen, dass die Verbreitung eingedämmt wird, dann fürchte ich, werden wir weitere, gerade im Winter, weitere Maßnahmen der sozialen Distanzierung erleben, weitere Maßnahmen der Einschränkung erleben und das möchte ich ehrlich gesagt in der Weihnachtszeit nicht erleben. Und daher bitte nicht auf Menschen wie Gerald Gross hören, sondern Verantwortung übernehmen und Abstand halten. Das war das Wort zum Sonntag von unserem liebenswerten Pastor Sebastian Bornmena. Womit können wir Corona in dieser Sendung noch toppen? Ich würde sagen, mit Trump und Corona, also kurze Werbepause. Und dann sind wir mit dem Thema Trump und wie verrückt ist dieser Corona-Patient gleich wieder zurück. So. Du, Trump weiter geht's. Weiter geht's. Ich bin wohl ein Botschafter Essen. Also. Trainer live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. So, Finale und noch ein kurzes Da Capo in der Runde Gross-Bornmena, Gerald Gross, der Rechtsaußen gegen Sebastian Bornmena, der linke Gutmensch. Beide gegeneinander. Schön, so, wie du das immer eingekleidest. Ja, der Rechtsaußen, ja, der Gutmensch, der Gutmensch. Du bist immer so objektiv, du machst es immer so wunderbar. Der rechte Böse wie gegen den linken Gutmensch. Das war eigentlich wert. Das war eigentlich wert. Aber apropos Rechtsaußen, wenn du schon Rechtsaußen bist, auch ein rechter Gutmensch, so wie du, ist ja unser Donald in Amerika. Ja. Der Arme hat ja im Gegensatz zu Sebastian Kurz wirklich Corona ausgefasst, musste daraufhin wirklich ins Spital, hat sich dort in Rekordgeschwindigkeit erholt, ist mit seinem schwarzen SUV eine Spritztour gefahren, um seinen Anhängern zuzuwinken. Und am zweiten Tag war er schon wieder zu Hause und das auch noch ohne Maske. Ich würde mal meinen, der taugt da, oder? Nein, aber auch an dieser Stelle sage ich, weil ich keinem Menschen eine Krankheit oder den Tod wünsche, ich hoffe, er genießt und er wird auch bald wieder gesund. Ich gehöre nicht zu den Luisa Neubauers in Deutschland oder den Euke Franks in Österreich, die großflässig sind. Euke Frank ist die Woman herausgegeben. Die dann der Meinung ist, sie möchte ihn röcheln sehen etc. Ich gehöre nicht zu denen, die anderen eine Krankheit oder sogar einen schweren Verlauf wünschen. Okay. Ich gehöre zu denen, die niemanden eine Krankheit wünschen. Und ich hoffe, dass er auch eine baldige Genesung findet und seine Geschäfte wieder aufnimmt. Ja, hat er ja schon, weil er fährt ja schon quer durch die Gegend und der geht schon ohne Maske ins Waithaus. Dir müsste das ja taugen, wenn der twittert, keine Angst vor Corona, sie sehen, wir besiegen sie gemeinsam. Das müsste dir doch taugen, das ist doch genau das, was du forderst. Er hat heute einen sehr großartigen Satz getwittert, ja, einen wirklich großartigen Satz. Das gefällt. Also er hat in dem Satz Respekt vor Corona ausgedrückt, hat aber dazu aufgerufen, keine Angst, die Angst nicht so überhand nehmen zu lassen, dass sie unser Leben beeinflusst. Also was war der Satz? Das war der Satz. Keine Angst vor Corona, dass es in unser Leben zu sehr eingreift. Ja. Und das ist richtig. Diesem Coronavirus nicht die Macht zu geben,
unser gesamtes menschliches Zusammenleben, unsere Volkswirtschaft, unser Gesellschaftssystem, das Sozialsystem endgültig zu vernichten. Und es war sehr spannend. Der Satz war kurz, weil Twitter nur kurze Sätze zulässt, aber er war fast philosophisch. Also der Trump taugt da, die Spritztour findest du großartig. Ich glaube, es würde die Sendung sprengen, wenn wir jetzt Trumps Politik in allen Details beleuchten. Ich sage nur Folgendes. Er hat vor vier Jahren etwas, ein Wahlprogramm vorgestellt. Und ich habe jetzt selbst deutsche Nachrichtensendungen gesehen, wo jeder sagt, da war Corona nicht dabei, wo jeder ihm attestieren muss, er hat einen Großteil seiner Wahlversprechen eingelöst. Ob, wie man jetzt so die Wahlversprechen steht, ob man das voll gack findet oder super findet, ich bin einer der wenigen Politiker, der sagt, ich verspreche euch das, ich mache euch das. Das ist einmal ein Gutpunkt. Ob man mit der Politik, wie gesagt, schmeckt es. Seine Corona-Politik muss dir ja gefallen, das ist ja genau das, was du forderst, oder? Lässiger Umgang. Keine Maßnahmen und die Maske möglichst wegwerfen. Noch einmal, ich brauche keinen Politiker, der mir vorschreibt, eine Maske zu tragen. Ich brauche auch keinen Politiker, der mir vorschreibt, eine Maske nicht zu tragen. Ich setze auf die Eigenverantwortung. Mhm. Ich brauche die PR-Wasteln nicht, die mit den türkisen Babyelefanten in der Gegend rumspazieren. Und ich brauche auch nicht jene, die sagen, ihr braucht keine Masken tragen. Also. Jeder sollte doch für sich selbst wissen im Leben, und ich glaube, der Mittelweg ist richtig. Auf der einen Seite den Herrn Kurz und den Herrn Netanyahu, auf der anderen Seite den Herrn Trump. Es müsste doch da einen Mittelweg geben. Ich habe ihn in Schweden verortet. Gut. Sebastian. Also Donald Trump, auch so ein großer Fan wie der Gerald Gross? Nein, aber es wundert mich überhaupt nicht, dass Gerald Gross Donald Trump gut findet, weil er in den letzten paar Minuten genau das wiedergegeben hat, was Donald Trump verkörpert. Ja. Und er hat offensichtlich noch immer nicht verstanden, Sie sind der Grund, Herr Gross, warum wir immer mehr Maßnahmen verschärfen müssen. Weil die Eigenverantwortung, Beispiel Registrierungspflicht in der Gastronomie, der Gesetzgeber, lass uns mir ausreden, okay. Der Gesetzgeber sagt, bitte, liebe Freunde, schreibt eure Namen, eure Kontaktdaten hin, damit wir im Zweifelsfall rekonstruieren können und so weiter, damit wir eben nicht die Gastronomie zumachen müssen. Was machen Dillos wie Gerald Gross? Sie gehen ins Restaurant, schreiben drauf, haha, Papst Franziskus, setzen sich ins Fernsehen und verhöhnen alle Gastronomen in Österreich. Und in den USA haben wir die Situation, dass ein Donald Trump 200.000 tote Mitbürgerinnen zu beklagen hat und der wirklich, ich möchte keine Schimpfworte mehr finden für ihn, aber dieser Mensch setzt sich dann hin und lacht drüber und tut so, als wäre er überlegen und verhöhnt damit die Angehörigen der Hunderttausenden Toten in seinem eigenen Land, die vor allem auch deswegen draufgegangen sind, weil er viel zu lange weggeschaut hat, was die Gefährdung dieser Krankheit in seinem eigenen Land betrifft. Ganz abgesehen davon, dass er natürlich nicht sein Wahlprogramm umgesetzt hat. Sebastian, wie er sich im Spital verhalten hat, das nötigt dir Respekt ab, dass einer sagt, nach zwei Tagen geh wieder, ciao. Na, also ich gehe wieder regieren. Also die Einschätzung, die ich... Fühle mich besser als vor 20 Jahren. Also Donald Trump hat ja schon so viele Sachen behauptet in Bezug auf seine eigene Vita. Momentan wird gerade darüber diskutiert, ob er jemals Steuern gezahlt hat und wie viele. Aber das ist eben das Problem. Er hat eine Funktion, die über seine eigene Existenz hinausgeht als Präsident der Vereinigten Staaten. Er sollte eigentlich ein Vorbild sein. Und das, was er in der Situation macht, hat nicht nur negative Auswirkungen auf sein eigenes Land, sondern eben auch auf Leute wie Gerald Gross. Die fühlen sich darin bestätigt und sagen, na gut, wenn der Donald Trump das kann... Dann kann ich das auch. Er kann ja auch ein Vorbild für den lockeren, lässigen Umgang mit Corona sein. Wenn ich 200.000 tote Mitbürgerinnen zu beklagen habe, dann sollte ich vielleicht nicht lockerlässig mit Corona umgehen, sondern sollte ich wirklich allein schon aus Respekt gegenüber den toten Mitbürgerinnen nicht die Maske schwingen und sagen, mir geht's besser als vorher. Herr Dr. Bollmann, kurze Frage. Also ich habe kein Corona. In meinem ganzen Familien-, Freundes-, Bekannten- und Geschäftskreis gab es keinen Corona-Fall. Ich gefährde keinen anderen. Können Sie das von sich auch behaupten? Was? Können Sie von sich behaupten, dass es in Ihrem engeren Umfeld keinen Corona-Fall gegeben hat? Na, ständig gibt es Corona-Fälle in meinem engeren Umfeld. Sehen Sie, und das ist der Unterschied. Sie gehen daher, obwohl Sie nicht wissen, ob Sie nicht mit Corona-Infizierten Kontakt haben. Heucheln hier den großen Moralprediger... Ich würde das nicht machen. Und ich bin gar nicht dazu. Du nicht dabei mal reingehen, einer angesteckt hat. Nein, weil ich ja nicht mit jedem Schmus von deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern... Ich habe sie vor zwei Wochen bei der Freiheitlichen Partei gesehen. Ja? Im Festzelt, Fahnen schwingend, schmusend, ihr Buch bewerben. Also ich habe sie gesehen, Herr Gross. Da gibt es Videoaufnahmen. Um das geht's.
Es hat jeder eine gewisse Selbstverantwortung. Du ohne Maske und wenn ohne Sie zum siebten Mal sagen, Sie, Dilo, sind schuld. Sie, Dilo, sind schuld. Zu mir, in meine Richtung. Ja. Sie, Dilo, sind schuld, dass Leute krank werden und sterben. Ja. Und Sie haben selber erst unlängst seit zwei Tagen voll in Ihrem Umfeld eine NEOS-Abgeordnete, mit der Sie einen übertragenen Kontakt gehabt haben und rennen trotzdem frei in der Gegend um und um, dann ist das, was Sie tun, unverantwortlich. Wieso? Und in Wahrheit eine Heuchelei. Wie kommen Sie auf das? Ja, weil so ist, Herr Dr. Es gibt keine Regel, dass jemand, der jemanden kennt, der erkrankt ist, Kontakt 1 Personen, Kontakt 1 Personen. Das ist ungefähr die gleiche mehr. Das ist die gleiche mehr wie im Kanzleramt. Alle halten Sie an die Regeln und dann infiziert sie einer. Ja, so ist es. Okay. Das sind die, die mit dem erhobenen Zeigefinger die Moral und die Maßnahmen predigen, aber es ihnen in Wahrheit eh alles wurscht ist. Und zum Donald Trump zurückkommen, und um das geht's. Also, er ist über 70. Ja, also das ist dann, 74. Oder 74, ja, sage ich, über 70. Das heißt, das ist dann schon ein gewisses Problem. Und dennoch, aus meiner Sicht, und das macht er recht gut, strahlt er eine gewisse Ruhe aus, verbreitet nicht Angst und Panik, lässt sich auch, als, er ist ja nicht ein 74-jähriger Pensionist, der in New York in einem Apartment sitzt. Er ist der Führer der westlichen Welt. So betitelt man den US-Präsidenten, die größte demokratische Nation unseres Globus. Das dürfen wir nicht vergessen. Er hat dieses Amt inne, ob es einem gefällt oder nicht. Tritt auf und sagt, Freunde, lasst euch nicht von dem Corona in eurem Leben zu sehr beherrschen. Das ist ja grundsätzlich etwas Gutes. Ich glaube, dass man an dem Donald Trump vieles finden kann, was man zu Recht kritisieren kann. Bin ich durchaus dabei. Können wir leidlich darüber diskutieren. Aber diese Thematik auch seiner persönlichen Erkrankung, das gehört jetzt nicht so für mich dazu. Also du bist nicht der Meinung, dass man mehr Vorbild sein sollte, länger im Spital bleiben sollte, keine Spritztouren unternehmen sollte, nicht sofort ohne Maske aus dem Spital rausgehen sollte. Also ich habe die Bilder gestern gesehen, er ist mit Maske aus dem Spital herausgekommen, er ist mit Maske im Auto gesessen und alleine im Hubschrauber, aus dem Auto, dann aus dem Hubschrauber und dann am Rosen vom Weißen Haus mit Maske gegangen und auf seinem Balkon oben beim D-Room des Weißen Hauses ist er ohne Masken gestanden. Ja, da waren 100 Meter rund um ihn kein Mensch. Also okay, wenn wir jetzt beim Schlafen gehen, nehmen Zipfelmütze und so Maske allein, wenn wir allein schlafen, dann sagt es nur, was noch vorhabt. Ja, sagt das, was soll man, weiß ich nicht, über uns zupflastern mit Maske. Also der Trump taugt da, Das ist endlich einer, der Schneid hat. Ach, ich muss in einem sagen, er hat zum Beispiel eine Linie, man kann über den Trump viel schimpfen und ich tue es auch hin und wieder, zumindest seine Linie wieder der politischen Korrektheit, die gefällt mir schon, also so ehrlich bin ich schon. Also, Mut gegen Corona ist die Devise von Gerhard Gross. Du verdrehst wieder die Augen und sagst, so sollte es nicht sein, man sollte Vorbild sein. Na, schauen wir mal, wie es weitergeht mit Donald Trump. Wollen wir mal hoffen, dass keiner von uns infiziert ist, vor allem nicht derjenige, der da so groß daherguscht. Nicht, dass du nächste Woche ausfallst, wenn es leicht geht. Also bitte reiß dich zusammen. Ich habe einen blassen Gesichtsausdruck. Zu Hause wünscht man das Allerbeste. Stecken Sie sich nicht an, bleiben Sie gesund, halten Sie Abstand und... Um mit Gerhard Gross zu sprechen, tragen Sie Maske. Um mit Gerhard Gross zu sprechen, entscheiden Sie, wie Sie wollen und haben Sie Eigenverantwortung. In dem Sinn, gute Nacht, wir sehen uns morgen. Dann gibt es ein Bürgerforum mit seinem besten Freund, Dominik Knepp.